So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Command Conquer Tiberium Wars. Er ist da, Commander. Geht mal wieder weiter. Der Moment, auf den wir gewartet haben. Die Chance, diesen Krieg für immer zu beenden. Ich find's auch scheiße. Unseren Informationen zufolge ist Kane innerhalb des Prime Tempels. Aber der Bereich ist wie eine Festung und wird von so einer Art Energieschild abgeschirmt. Hören Sie, es wird ziemlich schwer. Aber wenn Sie irgendwie diese Störsender abschalten können, wäre das möglicherweise der Anfang vom Ende von Nord. Machen Sie uns stolz, Commander. Das haben wir schon 500.000 Mal davor gedacht, in jeglichen anderen CNC-Teilen, dass Nord untergehen wird. Aber naja, na mal gucken, ob das alles so stimmt. So, los geht's. Timer habe ich auch gestellt. Empfange Nachricht. Die Störfeldgeneratoren verhindern einen möglichen Angriff der Ionenkanone der GDI. Okay. Sie müssen zerstört werden, um Nord zu besiegen. Ja, schaffen wir. Auf zur Front. So, erstmal hier Umgebung sichern, wie man so schön nennt. Haut die mal hier weg. Nehmen Sie den das Nord-Forschungsministerium ein. Ja, sollten wir schaffen. Haut die mal weg. So. Erstmal hier irgendwie die Gegner ein bisschen davon abhalten, mir die ganze Zeit auf den Sack zu gehen. So, haut die mal weg. Sehr schön. Können wir die Rig mal hier vorne aufbauen. Und dann ein paar Panzer sammeln. Ah, hier, die Häuser können wir leider nicht mehr besetzen. Die sind zu kaputt. Das bringt es nicht wirklich. Ups, ich habe gleich ein Dings gebaut. Ja. Okay. Gut. Dann sichern wir mal hier die Umgebung. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil mit Sicherheit kommen die von allen Ecken und Enden. Als ob ich das nicht wüsste. So. Bis jetzt kommt ja nur Infanterie, die können wir leicht zurückschlagen. Ups. So. Ja, noch ein Kraftwerk hier gar nicht an Energiemangel leiden lassen. Meine Basis. So. Nee. Und leider noch eine zweite Raffinerie. Und dann müssen wir irgendwie nach oben oder nach rechts expandieren, sofern da nicht eine Basis im Weg ist. Wird gebaut. So. Ausbildung. Aber wir können mal haben wir normale Infanterie. Haltet die Waffen bereit. Nee, mal gucken gehen. Bereit. Bis wohin die Gegner stehen. Bereit. Ah, irgendwie fällt mir das nicht. Wird gebaut. So, eigentlich wollte ich die MG-Stellung direkt hier daneben platzieren. Bodenunterstützung. Alles klar. So. Unbesiegbar. Infanterietrupp. Bau abgeschlossen. Predator. Unsere Befehle. So, ja. Kraftwerk. Hopp. Sehr schön. Hat ja reicht. So, den Gefechtsstand. Gut, hier können wir hochgehen. Verstanden. Ah, hier oben müsste eigentlich schon ja, Sir. Die gegnerische Basis sein, oder? Nee, ja, doch nicht. Hä, verwechsel ich das? Ausbildung. Jetzt, na dann werden wir uns die die Dings krallen. Die stellen, damit wir noch mehr Tiberium haben und schneller hier ausbreiten können. Infanterietrupp. Bereit. Ausbildung. Gibt auch noch ein bisschen Infanterie. Können wir gut gebrauchen. Feindliche Einheiten in sich. Infanterietrupp bereit. Melden uns zum Dienst. Ist kein Schwein? Infanterietrupp bereit. Ist ja irgendwas fehl im Kopf. Neues Bonusziel. Ja, können wir machen, wenn ihr das wollt. Können wir die Mutanten hinter einnehmen. Raketentrupp einsatzbereit. Neue Bauoptionen. So. Wird gebaut. Einheit geortet. Einheit wird angegriffen. Gut, gut, gut. Landvermesser? Ja, Sir. Ich würde ja mal glatt sagen, oben lässt sich einfach mal besser verteidigen gegen die ganzen Feinde. Weil da nur dieser Weg existiert, wie man da hochkommt. Also die würden ja halt nicht hier hochlaufen zu der zu dem Lager, sondern zu dem hier. Und das wäre hier halt anders. Hier müssen wir zwei Stellen verteidigen. Egal, so, wir werden uns erstmal dessen annehmen. Ausbildung. Noch ein bisschen was zur Verteidigung bauen. Und dann mal gucken, kommen die da runter, die paar Panzer? Solange die nicht hier einreiten, ist eigentlich alles okay. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Mammutpanzer bereit. Unzureichende Mittel. Raketentrupp einsatzbereit. So. Neue Bauoptionen. Einheit wird angegriffen.
Nein! Ah, das war das Leben nicht, hätte ich bei sein müssen. Einfach ein bisschen kontrollieren, wie es hier abläuft. Ah, shit. So, jetzt haut die mal hier weg. Ah, hier ist ja noch ein Mammutpanzer, sehr schön. Kann hier mal hier rüberkommen. Und den hier mit aufräumen. Das müsste locker reichen, um hier alles zu zahlen. So, dann gehen wir hier mal nach oben, nehmen die Mutantenhütte ein. Diesmal achten wir auch auf die Ingenieure. Ja, und ihr sollt nicht nach vorne fahren. Super. Die war ganz nice, muss ich ja mal sagen. Ah. Hau die mal weg. Ah, okay. Wenigstens nicht alle drauf gegangen. Achso, ich kann hier einfach mal ausbauen. Dann habe ich auch keine Energieprobleme mehr. Zumindest nicht demnächst. So. Tantenhütte, da haben wir. Geheimdienstdaten aktualisiert. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Ausbildung. Ja, ihr sollt da nicht drauf rennen. Dann bauen wir hier gleich mal Verteidigung auf, weil bisher sind die hier oben nur mit Infanterie gekommen. Mammutpanzer. Das ist jetzt eigentlich ganz top. Bau abgeschlossen. Ah, okay, der dauert noch, bis der ausgebaut ist. Dann können wir die vielleicht durch unsere Luftwaffe ausschalten, die wir gleich aufbauen. Weil uns jetzt so zu nähern, also klar würde ich was verlieren, aber muss ja nicht sein, wa? Muss ja nicht sein. Aber hier können die nicht hinschießen. Komm mal da weg. So, und hier einfach nur jetzt entstehen. So. War das schon mal gesichert? Auch gegen die Infanterie. Da unten können wir noch eine Guardian-Kanone basteln. So, Raygun können wir gleich mal bauen. Jede Menge Firehawks. Sehr schön, ja, das läuft doch schon mal. Müssen wir jetzt hier im Moment nicht viel mehr machen. Ich glaube, die alle kann ich nach oben ziehen. Ja. So. Wollen wir auf jeden Fall noch ein paar Mammutpanzer, die sind einfach mal klasse. Zone Trooper, Schockwellenartillerie. Brauchen wir jetzt beide eher nicht so. Einheit wird angegriffen. Aber noch Strom, wird gebaut, Bau unterbrochen. Sieht, obwohl ich die Kraftwerke gebaut. Ausgebaut habe, schon wieder so mies aus. Ah! Oh shit. Wird repariert. Wird gebaut. Okay, gegen die Sprengmeister reicht es dann anscheinend doch noch nicht. Firehawk cool. Und bereit. Achso, hier können wir Mutantenplünderer bauen. Mutierte Plünderer. So viel dazu, diese T-Safe. Bau abgeschlossen. Alles klar. Mammut einsatzbereit. Firehawk angedockt. Shit. Oh, hat ihn weg. Oh, eine Kiste noch ein Mammutpanzer, der muss jetzt hier bleiben. Uiuiui, das hat auch ganz schief gehen können. Ausbildung. Okay, zwei Guardian-Kanonen waren noch sehr optimistisch gerechnet. Basis wird angegriffen. Ungeeigneter Bau. Wenn die richtig auftauchen, dann reicht das lange nicht. Unbesiegbar. So, aber... ihr könnt jetzt mal einen der Dings hier weghauen. Shit, jetzt habe ich auch keine... Ah, nicht gut. Schieß schneller. Einheit befördert. Nett. Meine Befehle. Ich brauche mehr Kohle. Mammut einsatzbereit. Raketentrupp kampfbereit. Infanterietrupp bereit. Wird gebaut. Upgrade abgeschlossen. Nee, die Infanterie geht mir mehr auf den Sack. Und solange die zwei Mammuts hier sind, brauche ich auch da oben jetzt nicht wirklich... hier unten nicht wirklich viel. So. Infanterietrupp bereit. Komm, ihr Plünderer, gib mal der Weg wegschießen. So. Relativ starke Fernkampf-Infanterie.
Also es gibt ja keine Nahkampfinfanterie, aber halt auch gegen Menschen nützlich, sagen wir so. So. Einheit bereit. Einheit verloren. Bauen wir Einheit auf jeden Fall noch mehr. Auf dem Weg. Haben wir die Dings nicht kaputt bekommen? Achso, ich hab die hier noch hier geschickt. So, dann können wir jetzt mal kurz bewundern, dass die Firehawks den Obelisken wegreißen. Oh, leck mal da am Po. What? Das schaffen die nicht. Cool. Okay, hier unten brauche ich auf jeden Fall mehr Guardian-Kanonen. Mal wieder einfach zu früh abgezogen. Als ob ich irgendwie nicht bei der Sache bin. Gibt's doch wohl nicht. Kommen wir alle hier nach oben. Die Streitmacht ist ja schon nicht gerade so ungering. Und ich sollte auf jeden Fall einen BMT mitnehmen. Und einen Ingenieur und den richtig beschützen. So. Die mal, wir sind startklar. Ach, das sind ja doch überlebt hier. Wow. Meine Befehle, Mammut einsatzbereit. Bauen wir einfach noch eine Waffenfabrik. Und dauert ja einfach mal alles ewig. Geld haben wir ja gerade wie Heu. Ausbildung. So. Unterbrochen, abgebrochen, Ausbildung. Ausbildung. So, ich hab. Ach so. Ich hab nichts gesagt. Oh, Flugabwehr könnte ich mal bauen. Nicht, dass die einreiten. Feindliche Einheiten in Sicht. Mammut einsatzbereit. Bau unterbrochen, abgebrochen. Mammut. Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Gut. Wird gebaut. So. Das ist okay. Hallo, könnt ihr mal verrecken? Nee, jetzt. Das dauert mir alle zu lange. Oha. Diesmal auch jede Menge Flammenwerfer-Infanterie. Ich glaube, jetzt muss ich mal hier aktiv gegensteuern. Aber komm, wir hauen jetzt hier einfach alle weg. Geht mir richtig auf den Sack. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel aushalten. Ja. Solange die nur auf die Infanterie schießt, dann ist mir das ja eigentlich Wurst. Wird repariert. Einheit befördert. Auf sofort. Unbesiegbar. Zieh die mal zurück. Dann verlegt dich wenigstens sich. Nö. Den anderen Panzer dafür verloren. So. Ausbildung. Wird gebaut. Oha, oha, oha. Ihr sollt dann lieber nach oben fahren. Wir kümmern uns darum. Okay, ich muss die Seite auch auf jeden Fall schützen. Ja, meine Befehle. Mammut rückt vor. Warten auf Zielkoordinaten. Das ist nicht gut. Ich muss auf jeden Fall doch die Seite schützen. Da meine Sammler dahin fahren wollen. Die möchte ich eigentlich ungern verlieren. Feindliche Einheiten in Sicht. Völlige Überlegenheit. Auf dem Weg. Die Infanterie kann hier bleiben. Die haut alles weg. War vielleicht nicht ganz so offensiv. Ja, Sir. Treffpunkt bestätigt. Wird gebaut. Ich hab, was ich brauche. Hab ich Feuerschutz? Wo ist mein BMT? Gut, der existiert nicht mehr. Wäre auch zu viel verlangt. Sollte er immerhin nur den Dings beschützen. Den Ingenieur. So, hier können wir auch noch nichts entwickeln, das ist nicht so cool. Das brauchen wir nicht. Die hauen auch alles weg. Wird gebaut. Mammutpanzer bereit. Bereit. So. Unaufhaltsam. Bauen wir halt gleich noch ein Landvermesser. Abgeschlossen. In die Stellung! Meine Befehle. So, zieht ihr hier alle doch ein bisschen sehr lange. Ich glaube, das kann man alles wesentlich schneller machen. Alles klar. Wir können mal scouten. Ne, da ist Flugabwehr. Da. Oh, das wäre jetzt schlecht gewesen. Da ist auch Flugabwehr. Gut. Mit Fliegern brauchen wir da erstmal nicht kommen. Ihr sollt auch auf die schießen, nur so. Nicht nur einfach drauf fahren. Tiberium.
So, hau die alle weg. Weghauen. Sehr schön. Unaufhaltsam. So, ja. Noch mehr bauen. Unsere Hauptbeschäftigung hier, habe ich das Gefühl. Wow, 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 wow. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wir müssen darüber fahren. Oha, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Einheit verloren. Auf zur Front. Sehen wir uns mal um. Bau abgeschlossen. Mammutpanzer bereit. Mammut einsatzbereit. Ungeeigneter Bauplatz. Mammut einsatzbereit. Gut. Okay, dann umfahren die mich halt auch mal. LZ in Sicht. Mammutpanzer. Das ist nicht so schön. So, die können wir noch reparieren. Wird repariert. Den können wir mal mitnehmen. Warten auf Einsatzbefehl. Unterwegs. So, dann sollte das jetzt erstmal jetzt sicher sein. Der baut sich gleich mal auf. Hier können wir noch mal eine Riefen verkaufen, weil die Erntemaschinen da sowieso hoffnungslos überfordert sind. So, aber ich glaube, wir können mal ein Stückchen vorrücken. Dann wird es hier nicht ganz so langweilig. Ah, denn ein BMT werden wir hier uns wegnehmen. Und was dieser dumme... Ey, ist ja schon wieder tot. Gibst es? Scheiße. Der Ingenieur ist schon wieder hops gegangen. Mammut einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Der Juggernaut ist ein schwerer Artilleriewalker. Er verursacht großen Schaden und hat eine enorme Reichweite. Der Juggernaut hat die Fähigkeit, von Scharfschützenteams markierte Ziele unter Beschuss zu nehmen. Unzureichende Mittel. In der Waffenfabrik können jetzt Juggernaut-Panzer gebaut werden. Brauchen wird gebaut. Nicht. Wir brauchen Strom. Bau unterbrochen. Und mal ganz kurz noch ein paar Sammler. Einheit geortet. Bau abgeschlossen. Bau unterbrochen. Ausbildung. Commander, ich kümmere so. Mich um alles. Mammutpanzer bereit. Der ist hier unser ja, der muss hier alle 30. Doch bitte ordentlich. Dann können wir hier mal nach unten fahren und gucken. Feindliche Stützpunkt ziemlich viel Infanterie. Wow, ach so, nur so eine normale leichte Laserkanone. Dass er dann nicht so weht. Da fahren wir darüber, ja, bei den ganzen Flammenwerfern. Die Ionenkanone nähert sich dem Zielorbit über Sarajevo. Bitte machen Sie sich bereit für manuelle Steuerung. Ja, ja, mach ich dann. Ah, jetzt müssen wir hier einen Not kaputt hauen. Au, oh, jetzt hol ich ihn wieder. Ausbildung. Ausbildung. Angegriffen. Wird gebaut. Meine Befehle. So, das lief ja schon mal ins Süd. Macht sie fertig. Stellt euch mal einfach hier rein. Wir sind durch den äußeren Mauerring durchgebrochen, Commander. Einen geosynchronen Orbit über Sarajevo eingenommen und ist jetzt online. Initialisiere Video-Orbit. Hören Sie zu, Sie... Bauen Sie ein Kontrollzentrum, um wow. Die Steuerung der Ionenkanone zu übernehmen. Ja, kann ich machen. Langweilen mich, Commander. Wenn Sie es wagen sollten, diesen heiligsten aller Tempel anzugreifen, dann mache ich persönlich Jagd auf Sie. Ich erledige Sie wie einen räudigen Straßenköter. Was sollte nicht passieren? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe alles nach vorne geholt. Tempel von Nord? Hey! Einheit verloren. Okay, ja, na klar, war zu erwarten. Warum habe ich jetzt so ein Dings gebaut? Brauche ich überhaupt nicht. War auch nicht. Okay, dann muss ich halt mich doch beeilen. So. Alles weghauen, kaputt hauen ist jetzt hier die Devise. So, das müsste erstmal genug Strom sein. Alles holen außer die hier. Und die hier. Mammutpanzer. Unbesiegbar. Ah ja, durch die Mitte durchfahren ist jetzt nicht. Aber ihr haut jetzt hier alles kaputt. Nähere mich. So, der erste Generator ist damit kaputt. Einer der feindlichen Störfeldgeneratoren wurde zerstört. Du bist weg, du musst zurück. Unzureichende Mittel. Vor. Ups. Wollte ich nicht. Wow, was ist das für eine harte Mauer? Was soll ich mit dieser komischen Chemiefabrik machen? Nehmen Sie die Chemiefabrik ein.
Gut, kann ich machen. Ich stelle euch mal da kurz hin. Ich mache alles kaputt. Einsatzziel erreicht. Einheit wird angegriffen. Initialisiere Video-Uplink. Die Ionenkanone ist online und steht zur Verfügung, Commander. Rücke vor. Wir geben niemals auf, TDI. Fahrt zur Hölle. Überholt sie. Macht mal alles kaputt. Juggernaut erwartet mobile Artillerie. Feuer! Die Artillerie ist einfach nur krank krass gut, aber das werden wir später noch sehen. Müssen wir jetzt kurz nicht beachten. Haben wir hier... Könnte das mal bekommen. Flieger! Wenn ich jetzt den Dings raushole, ist er tot, oder? Melde mich zum Dienst. Ausbildung. Mammut unbesiegbar. Gebäude Brücke vor. Bonusziel erreicht. Ich muss noch kurz zurückfahren. Geheimdienst. Ja, kann ich mir jetzt gerade nicht so wirklich drum kümmern. Ich muss jetzt hier einfach mal die Generatoren weghauen, weil die sind wichtig. Einsatzziel erreicht. Der zweite feindliche Störfeldgenerator wurde zerstört. Fehlt nur noch einer. Einheit befördert. Wir sind durch den inneren Mauerring durchgebrochen, Commander. Mann, ist das Ding groß! Maul halten, Soldat! Der Prime Temple ist in Sicht, Commander! Sieg auch so, Maul halten! Mammutpanzer. Ah, Mammutpanzer, du kannst da ruhig drauf schießen. Du kannst dich mal ausfahren, weil der hat auch noch Flugverteidigungsfähigkeiten. So. Wird gebaut. Ingenieur einsatzbereit. Der kommt auch wie gerufen. Können wir einfach noch ein paar andere Panzer bauen. Ausbildung. Es kann losgehen. So, los Rinder. Einheit befördert. Gruppentransporter. Mammutpanzer bereit. Befehle. Einheit verliert. Im Leerlauf. Rücken bereit. Predator bereit. Wow. Gut dezimiert worden. Kriege ich hier Flieger rein? Ich kann den gar nicht landen. Ausstieg bereit machen. Völlige Überlegenheit. Hilfe! Ah, die werden sowieso nicht mehr angreifen können. Das ist eigentlich Schwachsinn, jetzt noch irgendwie da Verteidigung zu bauen. So. Haut mal alles weg. Los geht's! So. Die Flieger haben es richtig gebracht, muss ich sagen. Es war eine geniale Idee, die zu bauen. Hier unten ist ein Loch in der Mauer? Fragezeichen? Nee. Gut. Ich wollte schon sagen. Das große Schauspiel der Ionenkanone lassen wir uns bis zum Ende, heben wir uns bis zum Ende auf. Da sitzt der drin. Wo soll der hin? Was soll ich einnehmen? Nehmen Sie die Tiberium Chemiefabrik ein, ich hab doch die Kacke eingenommen. Zerstören Sie mit dem Kommando einen Avatar. Ach komm, mir, wenn ich das schon verkackt hab, na dann achte ich jetzt doch mehr drauf. Arschgeigen. Scheiße. Ich bin da nach hin gerannt, ich hab das doch eingenommen. Oder gab's davon mehrere oder wie? Kommt mal jetzt hier alle rein, hackt mal jetzt hier alles kaputt. Und hat mal vor allem den Tempel kaputt. Na okay, in 5 Minuten. Ja mein Gott. Abgang. So. Sind wir denn auch weg? Sind wir denn auch los? Können wir gleich mal mit der Ionenkanone drauf schießen. Macht sie fertig. Es wurden sämtliche Störfeldgeneratoren zerstört. Energiefeld deaktiviert. Greife an. Initialisiere Video-Uplink. So. Ich hoffe, das wird gut aufgenommen. Weil die Sequenz ist ganz... okay, krank. Tja, Commander. Ich habe mich geirrt. Sie waren hervorragend bei der Einnahme des Tempels und ihr Timing war bewundernswert. Nord war fast fertig mit dem Bau der Flüssig-Tiberium-Bombe. Aber die Materialien konnten wir in Sicherheit bringen. Berichte besagen, dass sich Kane und sein innerer Zirkel verbarrikadiert haben, und zwar in den Katakomben des Tempels, die für uns leider uneinnehmbar sind. Also müssen sie dieses Pack wohl aushungern. Sagen Sie mal, General, unser ASET-System ist doch wieder online, oder nicht? Wollen Sie etwa die Ionenkanone einsetzen? Nein, General, ich will es nicht nur... Ich befehle es sogar. Ihnen ist klar, dass wir über eine Anlage reden, in der Flüssig-Tiberium produziert wurde. Eine Ionenexplosion hätte verheerende Folgen für die Region. Sandra, Dr. Giraud in Brasilien. Er ist unser führender Tiberium-Experte.
Hoffentlich kann er Ihnen das General, ausreden. General, das ist eine notkontrollierte gelbe Zone. So verheerend die Folgen eines Ionenangriffs auch sein mögen, meine Sorge gilt nicht den Bewohnern dieser Region. Meine Sorge gilt allein unserem Volk, der GDI-Bevölkerung. Sie erwartet von uns die versprochene Rache für die Philadelphia. Meine Güte, Ihre politische Glaubwürdigkeit ist doch nicht in Frage gestellt. Entschuldigen Sie, General, aber Dr. Giraud wird vermisst. Anscheinend wurde er von Nott entführt. Na, das war's dann wohl. Commander? Ich möchte, dass Sie die Sache beenden, und zwar für alle Zeiten. Ja. Das GDI-Oberkommando befiehlt den Einsatz der Ionenkanone gegen den Prime Temple. Ach, so ein Affe. Naja, egal. Dann hauen wir halt drauf. Schönes Schauspiel. Naja. Warten wir ab. Das ist ein bisschen extrem, diese Darstellung. Aber okay. Dabei wurden Kane und ein Teil seiner Mitstreiter wohl getötet. Außerdem führte die verheerende Explosion, durch die das Flüssig-Tiberium-Lager unter dem Tempel zerstört wurde, zu einem tödlichen Fallout und zur Kontamination des größten Teils von Osteuropa. Noch ist nicht geklärt, ob es sich um einen Unfall handelt oder um einen letzten verzweifelten terroristischen Angriff Kanes. Die einzige Stellungnahme der GDI war bisher dieses Statement vom amtierenden Direktor Boyle. Der Verlust dieser unschuldigen Leben ist einfach unvorstellbar. Aber wir sehen auch etwas Gutes in dieser furchtbaren Tragödie. Es ist die Tatsache, dass Kanes Schreckensherrschaft jetzt zu Ende ist. Und dafür sollten wir allen besonders dankbar sein. Naja, das war, ja, sollte man eigentlich nicht tun, aber wenn es ihm schick befohlen wird, dann kann man das leider nicht ändern. Ah. So, Akt 4. Das Lustige kommt jetzt noch. Wir erfahren gerade, dass die JPL-Raumüberwachung 6 unbekannte Objekte geortet hat, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dem Erdball nähern. Sie scheinen in unseren Orbit eintreten zu wollen. Wissen wir, woher sie kommen? Das ist unklar. Wir entdeckten sie zuerst im Kuipergürtel jenseits des Neptuns. Danke. Was gibt es, Sandra? Die Ionenkanone wurde aktiviert, Sir. Wer hat das befohlen? Direktor Boyle. Da sehen Sie es, auf Set 3. Sachen die Rede? Da kommen ein paar mehr. Um 15.37 Uhr Eastern Standard Time stürzen 39 außerirdische Raumschiffe über den roten Zonen aller Kontinente ab. Die Herkunft der Raumschiffe bleibt nach wie vor ein Rätsel. Über ihre Absichten gibt es jedoch keinen Zweifel. Ich hasse Käfer. Kann ich dazu nur sagen. Oh yeah, jetzt geht's los. Jetzt sind wir zu dritt auf dem Planeten und können richtig Action schieben. Commander, ich habe jetzt für Sie eine streng vertrauliche Information. 2028 konfiszierte die GDI eine komplexe Datenmatrix von Nod. Sie ist eindeutig nicht von dieser Erde. Nod nennt sie Tacitus. Wir haben versucht, die Daten zu entschlüsseln. Sicher ist nur, dass sie uns vor einer zukünftigen Alien-Invasion warnen. Die aktuelle Invasion dürfte in direktem Zusammenhang mit der Flüssig-Tiberium-Explosion stehen. Egal, welche Verbindung zwischen Nord und den Invasoren besteht, es werden nicht nur blaue Zonen angegriffen, auch einige gelbe Zonen, und Nord ist nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Diese Aufgabe fällt also der GDI zu. Ich spreche offen mit Ihnen, Commander. Die Lage ist extrem kritisch.
aber Sie sind der Beste, den wir haben. Deshalb schicke ich Sie auf eine höllische Mission. Nach Deutschland. Percy zeigt Ihnen, womit Sie es zu tun haben. Da geht's immer heiß her. Ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Also gut, Commander. Ich weiß nicht, was Sie über New Eden gehört haben. Es war die erste gelbe Zone, die zu einer blauen Zone wurde. Und seitdem ist sie ein geheimes Forschungszentrum der GDI. In München in unserem Future-Tech-Labor wurde sogar eine Analyse erstellt über die Vorgehensweise der Invasoren. Aber leider steht München jetzt unter Beschuss und das FT-Labor wurde zerstört. Einige Ingenieure konnten aber entkommen und fahren in einem Konvoi Richtung Salzburg. Das ist gleich hinter der Zonenabgrenzung, wie wir wissen. Commander, dieser Konvoi muss in Salzburg sicher ankommen. Jo, werden wir schaffen. Aber das und noch vieles mehr sehen wir dann in der nächsten Folge von Command & Conquer. Also haut raus, bis dann. Tschüss.